So, nach einer kleinen Minipause geht es heute weiter mit FIFA 21 und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Das heißt, Atalanta Bergamo in der Champions League ist der nächste Gegner. Und dann gucken wir mal, ob wir heute wieder ein bisschen in die Erfolgsspur zurückfinden nach diesem Unentschieden gegen Köln, obwohl der Niederlage, glaube ich, schießt. Es war ein Unentschieden 1-1. Aber das ist auch egal, passiert. Mit einem Sieg gegen in der Champions League könnten wir tatsächlich in die nächste Runde einziehen schon. Aber gucken wir, wie gesagt. Und danach geht's gegen Augsburg. Und dann gehen wir kurz rüber zur Pressekonferenz, Leute. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Versuchen's. Mal gucken, was halt möglich ist, ne? So. Ja, schauen wir mal. Machen wir so. Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Vielen Dank. So, gehen wir rein ins Match oder in die Richtung das nächste. Oh, Moment. Problem selbst beheben. Machen wir so. Da ist irgendwo ein gesperrter Spieler. Lars Savage. Okay. Nicht schlimm. So, Ciao rutscht in die. Auf die Bank. Und dann gehen wir rein ins Match hier gegen Atalanta. Wir wollen natürlich weiterkommen, klar. Und es heute vielleicht sogar mit dem Viertel, das Achtelfinale hier klar machen. Wir sind zumindest Tabellen, wir sind ja Titelverteidiger. Wir wollen natürlich, oder wir müssen natürlich weiterkommen. Das sollte zumindest möglich sein. Schade. Und weiter. Ich mache die Aufgabe jetzt kurz zu Ende hier. Na, schade. So. Geschafft und gehen wir rein ins Match. Es wird spannend. Ein Zähler fehlt, dann ist der Einzug in die K.O.-Runde unter Dach und Fach gebracht. In wenigen Minuten legen wir hier los. Wir melden uns aus der Arena auf Schalke, liebe Fußballfreunde. Riesenatmosphäre, herzlich willkommen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Schalke 04
gegen Atalanta. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Die Nummer 4, Kevin Akpoguma. Er muss ein bisschen ändern, unsere Truppe ein bisschen, unsere Mannschaft ein bisschen umstellen. Aber kriegen wir schon irgendwie hin heute, ich denke mal. Da bin ich mir fast gute Dinge, dass wir das heute irgendwie rocken. So, okay, auf geht's. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Im Tor ist Manuel Neuer, Kevin Akpoguma spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und im Sturm sollen es in dieser Partie heute gleich drei Stürmer richten. Vierter Spieltag in der UEFA Champions League, Buschi, so langsam wird spannend, ne? Ja, das ist so die Phase, wo sich die Ersten schon verabschieden aus dem Wettbewerb, wo sie erkennen, nee, das ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für uns. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Atalanta für heute. Taktisch wählen sie heute 3-4-3. Das heißt, sie betonen das druckvolle Spiel, wollen schnell an den Ball, dann ihr System aufziehen. Wenn es gelingt, Wolf, ist das vielversprechend. Hat aber auch Risiken. So, auf geht's. Match Nummer 5 in der Champions League. Da wollen wir natürlich. Nummer 4, sorry. Und da wollen wir natürlich den Weg weitergehen, den wir angefangen haben in der Champions League. Und zwar mit einem Sieg. Großes erstmal. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh, Dalario macht schon das 1-0. So kann man schon mal in einen Match reinstarten. Eiskalt macht er hier das Tor. Wird es da entfernen? Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Mühe. Hier nochmal dieser Treffer. So, fängt schon gut an. Früh 1-0. Damit kann man erstmal den Weg weitergehen. 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Hat Alario nicht irgendwie schon mittlerweile auch schon sein 5. oder 6. Tor? Ja, ich habe den doch gar nicht getroffen. Großes ermahnt, wird nochmal ermahnt. Der findet sich mittlerweile auch immer besser rein in dieses Spiel. Und dann dieser super Ball auf Alario. Na. Und dann trifft er. Und irgendwie hat sein Talent den Kalt auch noch vorgelegt. 2-0. Und dann ist das die logische Konsequenz. Ja, aber das will ich gerne nochmal Wiederholung sehen, weil irgendwie habe ich dort gar nicht gerechnet. Ich hatte mir den ja nicht verloren, den Ball. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Ja, hier. Die wollten eigentlich zum Keeper zurückspielen und dann haut er den durch die Beine. Na ja, nehme ich mit. 2-0. Doppelschlag Alario. Tor Nummer 7. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. So kann man schon mal mit dem 4. Sieg weitergehen. Aber wie gesagt. Ah! Guerrero. Schön gemacht. Nicht ungefährlich, aber der Ball ist erstmal weg. Richter. Power. Lucas Alario. Und da ist der Ball wieder weg. Ja. Ja, schade. Die Abwehr ist hinten sehr offen. Martinez. Immer. Habe jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass es jetzt. Das ist dem hier bei. Dass es jetzt hinbekommen haben.
Lucas Alario. Latzer. Schalke jetzt über außen. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Marco Richter. Oh, der Richter hätte das 3-0 dann machen müssen. Wieder ein Fehler da hinten in der Defensive. Hier. Emre Can. Ach Gott. Can. Mit dem Fehler. Wie gesagt, und Schalke probiert weiterhin drauf zu bleiben. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Die Chance auf den Konter. Lee. Jetzt will er es mit allen aufnehmen, hat man das Gefühl. Lee, der. Kerem Demirbay. Er versucht's. Sehr gut. Kein Foul. Sagt er zumindest. Da, der Schiedsrichter. Ecke kommt in den 16er. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Ha? Rafael Guerreiro. Er geht hier volles Risiko mit seinem Einsatz. Hat sich. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Und jetzt der Konter über Marco Richter, der mit der Körpertäuschung sich den Weg frei macht. Guter Vorstoß da geht's. Da ist die Hereingabe. 3-0. Es war so souverän. Da waren drei Mann vom Giebach. Und es ist dann am Ende Paulinho. Ja, hier, drei Mann. Einer konnte dann irgendwie nur machen. Und Paulinho macht so nice kalt mit dem Link zu Fuß. Alle Zeit der Welt, die er auch hat, und macht das Ding. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Auf jeden Fall scheinen diese drei Punkte der Dach und Fach zu sein. Damit steht man mit 12 Punkten in der nächsten, wahrscheinlich in der nächsten Runde. Wird gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schade, ich komme nicht durch. Und gibt Einwurf. Einwurf sogar für uns. Großes. Da haben sie jetzt Platz. Sie suchen die Lücke. Kein Tor. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. Deswegen, ich wollte die gerade rüberschwänzen. Keine Gefahr hier in der Situation. Martinez. Guerreiro. Guerreiro. Und dann machen sie es. Ziemlich souverän. Richter mit der nächsten Situation. Der hat natürlich da hinten ein bisschen Platz. 4-0. Robin Gosens. Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. So, damit ist Halbzeit. Wahrscheinlich zur Pause schon entschieden. Es steht 4-0. Ja, mittlerweile läuft. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Damit kann es losgehen, hier in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Die ersten 45 Minuten.
Ja, ging schon gut los mit den zwei frühen Toren und mal gucken, wie die Parallelpartie läuft. Ist da irgendwie schon was angepfiffen? Nö. Nicht wichtig, also. Okay. Los geht's. Halbzeit Nummer 2. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Habt ihr schon mein Bällchen? Lucas Alario. Mit viel schade, der war kam nicht durch. Klasse. Alan. Sieht vielversprechend aus. Ah, Guerrero. Die Gelegenheit für die Flanke. Den Ball hat er. Kein Problem für Manuel Neuer da im Kasten. Nicht ungefährlich, kein guter Abschlag, jetzt müssen wir aufpassen. Da ist die Chance. Glück gehabt, weil ich dachte, er hätte es mit jetzt geben müssen für uns, für die Gegner. Dass sie sich da nicht das Tor fangen, war eine haarsträubende Szene. Erstmal geklärt. Richter. In der Presse wird ja schon über den möglichen Wechsel berichtet. Buschi. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Na. Ich wollte eigentlich auf den zweiten Pfosten setzen. Eckball. Der Torwart geht da. Klasse Chance jetzt. Der Ball kommt. Ist abseits. Abseits. Schade. Herr Wedi. Jetzt kommt hier der Wechsel. Und da ist der Ball wieder weg. Das sieht vielversprechend aus. Oh, Latza. Was macht er drauf? Latza! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Das und war wieder eine Chance, ein guter Nachschuss, aber nicht drin. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv. Richtig. Eine klasse Leistung. Die Gäste werden wechseln. Wird's jetzt gefährlich? Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Schalke. Dann geht es auswärts gegen den FC Augsburg. Und diese Partie sollte sich kein Fußballfan entgehen lassen. Na! Martinez. Dem hierbei. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Atalanta probiert es natürlich jetzt ein bisschen stärker zu werden. Schönes Ding auf Baku, sind hier 20 Minuten vor der jetzt mal die Außenbahn beackert. Baku. Jetzt vielleicht. Tor. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Doch noch mit viel, viel wieder macht dann der Lenta hinten mit einem eigenen Fehler. Da habe ich eigentlich den Ball gesichert und dann irgendwie doch nochmal abprallen lassen und dann konnte man nochmal nachsetzen. Das hat jetzt mehrmals gut geklappt und jetzt funktioniert. Hat es wieder funktioniert. In der Situation den Ball zu verlieren. Hm. Ja, eigentlich war es durch. Ja. Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und das fällt. So. Dann kann ich jetzt ein bisschen durchwechseln. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gedacht, okay, die meinen sich ein bisschen fangen. Gilt auch heute. Wer gewinnen will, muss Tore schießen. Akpoguma hat den Ball. Ja, dann hat er gut gerochen, den Burkhardt. Also den. Diese Chance auf diesen Querball. 6-0. Johnny Burkhardt. Mit diesem Wechsel. Schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr.
Also die drei Punkte haben wir auf jeden Fall unter Dach und Fach. Dann sind wir am Ende bei 12 und dann sollten wir eigentlich mit der Gruppe in der Gruppenphase durch sein. Er kann kein Tempo mehr machen. Das Spiel war kräftezehrend. Ein Kantersieg wird es hier werden. 6:0 der aktuelle Stand. Aber mit wem bekommen Sie es als nächstes zu tun? Augsburg, der auswärts. Der Gegner des FC Schalke 04 heißt FC Augsburg. Nach der starken Leistung heute dürften Sie sehr selbstbewusst in dieses Duell gehen. Genau so ist es. Ja, jetzt haben wir es mal. Gutes Tackling. Ja, wir kommen jetzt gerade so ein bisschen nicht in diese Zweikämpfe momentan. Da Costa, Verlier, Krüger. Gutes Tackling hier. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Alter Verwalter, die gehen aber auch gerade drauf. Foul, Freistoß. Und dann es ist noch nicht mal, für mich war es kein Foul, aber gut, okay. Iličić wird's machen. Latte! Schön gemacht, jetzt die Flanke. Neuer Held, Ball noch im Spiel. So, das müsste jetzt eigentlich gleich Ende sein. Flanke jetzt. So, und damit war's das. Am Ende macht es dann der Costa sauber und souverän und damit passt das. So, dann passt das. So, der nächste Gegner ist der FC Augsburg und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an.